Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video geht es um den 6x6 Ural von der Firma WPL. Wie du merkst, sind wir hier heute mal ganz günstig unterwegs. Der Wagen kostet so, ja, ich sag mal zwischen 40 und 70 Euro. Du bekommst das Ganze als Ready-to-Run-Modell, so wie ich es mir jetzt hier bestellt habe, oder auch als Bausatz. Das Fahrzeug ist im Maßstab 1:16 und ist somit ein ganzes Stück kleiner als das, was ich sonst fahre. Warum habe ich mich für dieses Fahrzeug entschieden? Weil ich einfach mal etwas Günstiges ausprobieren wollte. Ich finde dieses Modell vom Scale-Faktor ziemlich cool. Das Preis-Leistungs-Verhältnis scheint wirklich sehr, sehr geil zu sein. Und mich reizt es auch einfach mal, etwas im kleineren Maßstab später filmen zu können. Bevor wir das Ganze zusammen auspacken, möchte ich dir noch sagen, dass es sich hierbei um meine persönliche Meinung handelt und ich dir einfach meinen Eindruck von diesem Fahrzeug einmal näher bringen möchte. Schreib gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit diesem Fahrzeug gemacht hast, ob du dir vielleicht vorstellen kannst, dieses Fahrzeug zu kaufen, oder wenn du Wünsche und Anregungen hast, kannst du das auch sehr, sehr gerne in den Kommentaren mit anbringen. So, ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, das Ganze auszupacken. Tatsächlich liegt der schon seit 4 Wochen bei mir und ja, ich bin noch leider noch nicht dazu gekommen, dieses Unpacking zu machen. Umso aufgeregter bin ich jetzt. So, wir öffnen das Ganze mal. Du siehst, ich habe das hier aus Fernost gezogen. Er war auch erstaunlich schnell da, also es hat keine Woche gedauert. Verpackt ist das Ganze erstmal durchschnittlich, wie man das halt so kennt. So, Tüte, Luftpolsterfolie. So. Das ist jetzt erstmal der Karton. Wir sehen also wirklich Maßstab 1:16, wenn hier ein 6x6 Ural reinpasst, dann kann das nicht wirklich riesig sein. B36 ist, glaube ich, das Chassis. Du kannst mich gerne verbessern. Ich glaube, dass das die Modellbezeichnung von dem Chassis ist. Schauen wir mal, was hier hinter der äußeren Verpackung steckt. Tatsächlich geht es da auch schon direkt los. Ich hatte jetzt so ein bisschen noch mit einer Verpackung vielleicht gerechnet, mit so 1-2 Fotos oder so drauf. Aber ja gut, der Preis ist extrem günstig und ja, hier drin ist tatsächlich auch schon direkt das Fahrzeug. Etwas ungewöhnlich, aber okay. Okay, Luftpolsterfolie. Stellen wir das mal zur Seite hier. Okay, das Fahrzeug wird ready to run hier geliefert. Wir haben ja anscheinend eine kleine Funke drin. Und hier das Fahrzeug ist dann auch einfach nochmal in Luftpolsterfolie eingepackt. Das ist sehr leicht. Ich hätte jetzt mal so gesagt, so 500, 600 Gramm, so um den Dreh. Packen wir zuerst mal hier die Fernsteuerung aus. Also man darf bitte nicht zu viel erwarten. Dieses Fahrzeug, wie gesagt, liegt so zwischen 40 und 50 Euro. Wir haben eine ganz, ganz kleine, leichte Funke. Okay, dieser Reifen hier, das Lenkrad, das wackelt ein wenig. Es ist sehr, sehr leicht. Man spürt es kaum.
Beim Gas geben, der Druckpunkt hier, der gefällt mir tatsächlich gut. Das ist relativ feinfühlig, das ist völlig in Ordnung. Ja gut, hier vorne sehen wir natürlich auch, es ist einfach nur ein Aufkleber. Hier klebt auch noch irgendwie was drüber. Fernsteuerung ist auf On. Hier kann man anscheinend noch so ein kleines bisschen das Ganze trimmen. Ja, also ich sag mal, das Nötigste ist da. Klein, handlich. Liegt gut in der Hand. Also für so eine Billigfunke, für mich erstmal völlig in Ordnung. Ist okay. Also man muss halt wirklich immer den Preis dieses Fahrzeugs hier im Auge haben. Eine Tüte. WPL mit einem Drachen drauf. So, was haben wir da drin? Erstmal ein Ladekabel. Das sieht nach einem USB-Ladekabel aus. Ist vielleicht ganz praktisch so, vielleicht auch fürs Auto. Wenn man das an so ein 12-Volt-Netzteil anschließen kann. Ja, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ein Schnorchel haben wir hier für den Wagen. Spiegel haben wir hier drin. Ersatzfedern, der Wagen hat Blattfedern. Das ist schon mal nicht schlecht, das finde ich schon mal ganz gut. So können die Spiegel nicht abbrechen. Das gefällt mir gut. Ja, und jetzt hier nochmal eine ganz kleine Anleitung, wo wirklich das Nötigste dann nochmal auf Chinesisch drinsteht. Für die Leute, die jetzt nicht so gut Chinesisch können, da zähle ich natürlich auch dazu, gibt es hier auch nochmal den ein oder anderen englischen Satz. Aber ich denke, das meiste ist tatsächlich selbsterklärend durch die Bilder. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten, und zwar zu dem Ural. Ich freue mich tatsächlich sehr, weil ich finde den Wagen wirklich sehr scalig, und wenn man dann damit später schöne Aufnahmen macht in der Sandgrube oder sowas, dann finde ich das schon, ja, ich glaube, ziemlich cool. Wie das fährt, das muss man dann mal so sehen. Aber jetzt kommt er erstmal aus seiner Hülle hier raus. Da ist er, der kleine Ural. Ja, ich muss sagen, schön. Also für den Preis absolut schön. Man sieht hier, dass die Reifen, oh, die haben hier so einen leichten Standplatten. Die sind, ja, recht weich, was mir gut gefällt. Die sind dem Original-Ural-Profil hier nachempfunden. Das gefällt mir sehr gut. Die Lauffläche ist etwas hart. Der Reifen an sich ist jedoch ziemlich weich. Den Standplatten, den müssen wir mal gucken, dass wir den hier so ein bisschen wegkriegen, weil der dürfte jetzt nämlich noch ziemlich eiern. Wir schauen uns das Ganze mal hier von der Seite an. Wir haben hier hinten eine Pendelachse. Okay, ach, wir schauen doch direkt mal drunter. Also das Ganze ist schon sehr filigran. Aber es ist irgendwie, es ist süß gemacht. Es ist zwar alles sehr filigran und sehr, sehr dünn und es ist halt auch alles Plastik. Aber irgendwie ist es süß. Der Wagen an sich ist ja auch sehr, sehr klein und sehr, sehr leicht. Von daher denke ich, dass das ausreicht. Also fürs harte Gelände ist das absolut nichts. Aber so wirklich für einen leichten Schotterweg oder sowas stelle ich mir das Ganze doch recht schön vor. Wir haben hier vorne einen kleinen Motor. Es sind alle Räder soweit angetrieben hier mit kleinen Kardanwellen. Die sind auch aus Kunststoff. Da müsste man mal schauen, wie lange das Ganze hält. Hier vorne das Lenkgestänge, auch aus Kunststoff natürlich, der On-Off-Schalter. Okay. Bewegen wir den Wagen mal so ein bisschen. Er macht so eigentlich einen süßen Eindruck. Absolut. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Unter der Motorhaube ist, soweit ich weiß, der Akku. Und tatsächlich, da ist der kleine Akku. Das sind anscheinend zwei ganz normale Batterien. Was mir hierbei gut gefällt, dass der Akku wirklich schön vor Dreck geschützt ist. Also wenn man mal irgendwie durch so ein bisschen Wasser fährt oder sowas, dann liegt der Akku hier wirklich schön sauber drin. Und da habe ich eigentlich so gar keine Magenschmerzen, dass
der auch nur irgendwie was abbekommt. Da bin ich also tatsächlich sehr, sehr guter Dinge. Und auch sonst gefällt mir hier einfach ja, diese Scaligkeit einfach. Der Wagen sieht einfach ziemlich echt aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier oben mit den ganzen Anbauteilen. Er schwankt so ein bisschen. Die Türen lassen sich öffnen. Das zeige ich dir gleich alles nochmal im Detail hier im Anschluss an das Video. Vorne die Tür, die kann man auch nochmal so ein bisschen öffnen. Das ist doch tatsächlich ziemlich süß. Also ich glaube, es ist ein Funkerwagen, wenn ich das richtig habe, vom Militär. Hier hinten so ein kleiner Ersatzreifen. Den kann man, glaube ich, auch vorsichtig beiseite schieben, um dann hier die Türen aufzumachen. Hier geht zum Beispiel eine Tür auf. Ah ja. Zum Beispiel dieser Kniff hier, dass dieser Ersatzreifen auch einfach mal so noch einzeln weggeht und dann hier die Tür. Das finde ich schon, das finde ich süß. Das finde ich schön gemacht und für den Preis ist das auf alle Fälle, ja, schön. Das gefällt mir gut. Aber man sieht schon hier, es ist sehr, sehr dünn. Man muss wirklich sehr, sehr vorsichtig damit sein. Aber das macht mir persönlich jetzt gar nichts aus. Für mich ist das, glaube ich, tatsächlich mehr so ein Fahrzeug für schöne Fotos und ja, für so ganz, ganz leichtes Gelände und mal so ein bisschen Spaß hier zwischendurch. Und da, finde ich, kann man auch für den Preis hier nichts falsch machen. So sieht der Wagen hier vorne aus. Ja, hier kann man auch nochmal reingucken. Wie gesagt, das zeige ich dir gleich alles in Ruhe. Das Interieur hier vorne. Prima. Ich baue jetzt erstmal hier die kleinen Scale-Artikel an, die jetzt hier noch in der Tüte drin sind. Lade den Akku mal ein ganz klein wenig auf, parkiere mal Batterien rein und dann schauen wir gleich mal eben kurz, wie sich der Wagen so bewegt und wie das Ganze dann fertig zusammengebaut aussieht. Die Scale-Artikel sind jetzt soweit angebracht und zwar hier vorne der Schnorchel, links und rechts die Spiegel und hier vorne noch ein kleiner Suchscheinwerfer. Das Anbringen hat super einfach geklappt. Es hat ja eine Minute, 30 Sekunden gedauert. Einzig allein hier vorne der Suchscheinwerfer war ein klein wenig frickelig da reinzusetzen. Ja, die Fernbedienung. Dafür benötigst du einfach zwei ganz normale Batterien. Hier unten hast du eine kleine Kreuzschraube, die kannst du einfach lösen und kannst dann hier die beiden Batterien einfach einlegen. Die Funke schaltest du dann hier oben an und hier unter der Motorhaube schließt du den Akku an. Das Fahrzeug an sich schaltest du hier vorne unten ein, da gibt es einen Schalter. Was gefällt mir bei dem Wagen auf Anhieb besonders gut? Und zwar, der Wagen hat Licht und wie ich finde, schönes Licht. Warum schönes Licht? Wir haben ein Warmweiß. Man hätte jetzt hier auch ein Kaltweiß einbauen können, eine kaltweiße LED, aber es ist ein alter Ural und diese Fahrzeuge hatten einfach noch diese schönen warmweißen Lichter vorne drin und das finde ich klasse, dass der Hersteller WPL das Ganze übernommen hat und hier nicht, ja ich sag mal so, Xenon-Look-Birnen eingebaut hat, sondern wirklich noch diese schönen alten Halogen-Birnen. Das gefällt mir sehr, sehr gut, warmweiße LEDs. Ja, des Weiteren gefällt mir tatsächlich die Feinfühligkeit des Wagens. Also damit habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet. Wenn man jetzt hier mal so langsam lenkt, sieht man schon, dass der Wagen auch ganz langsam lenkt. Klar, das ist jetzt auf keinen Fall zu vergleichen mit wirklich hochpreisigen Fahrzeugen, um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Aber wenn man sich das mal anschaut, die Feinfühligkeit von dem Wagen, die überrascht mich schon. Ich stelle ihn jetzt einfach mal so hin. Wir fahren jetzt mal vorsichtig rückwärts. Und der ist also doch recht feinfühlig zu bewegen. Klar, das ist nicht zu vergleichen mit hochpreisigen Sachen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass das komplette Fahrzeug so viel kostet, wie teilweise bei manchen Autos ein Servo, ein Regler,
Also ich habe einen Regler, der ist teurer als dieses ganze Gesamtpaket. Und von daher finde ich das Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich voll okay. Und ich brauche jetzt auf den ersten Blick die Elektronik gar nicht zu verändern. Wenn ich mir das jetzt anschaue, er fährt schön langsam, klar auf dem Tisch, ne? Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Im Gelände sieht das Ganze nochmal anders aus, wenn man ein Gas gibt, klar, dann wird er so ein bisschen holpern. Aber das schaue ich mir erstmal ganz in Ruhe an. Schön. Doch, gefällt mir gut. Hat der Wagen denn Kraft? Ja, doch. Also für sein Gewicht hat er, denke ich, auch ausreichend Kraft. Doch, gefällt mir wirklich gut. Das Einzige, was wir jetzt noch wegkriegen müssen hier, das ist der Standplatten bei diesen lustigen Reifen hier. Doch, das fühlt sich ganz gut an. Also die Standplatten, die müssen weg, sonst eiert der ein bisschen sehr, sehr stark. Aber ansonsten von mir erstmal eine klare Kaufempfehlung. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, wie dir das Ganze hier gefällt, wie dir auch dieses Netzteil hier gefällt, ob du sagst, yo, das ist praktisch, ich kann es eigentlich überall anschließen, weil ja, mit einem USB-Anschluss kann man es heutzutage überall laden, oder bist du mehr ein Freund davon und sagst, ey komm, so ein kleines Ladegerät, wäre schon cool gewesen. Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Was mich vielleicht noch stört, möchte ich gar nicht sagen, aber was ich einfach schön gefunden hätte, wäre einfach noch eine kleine Verpackung. Irgendwie einen kleinen Pappkarton, wo der Wagen drin ist, mit einem Foto außen drauf. Ich weiß, kostet alles Geld. Ich persönlich finde sowas schön, aber okay. Das Ganze ist jetzt einfach in einem stinknormalen Karton gekommen. Den kann man danach auch feuern und kann sich den Wagen so irgendwie in eine kleine Vitrine oder was stellen. Völlig okay. Ich bin begeistert, ich zeige dir den Wagen jetzt noch aus der Nähe. Wenn du magst, schau dir das gerne noch an. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du sagst, das Video war Grütze, dann gerne natürlich auch einen Daumen nach unten. Aber dann sei so fair und schreib bitte in die Kommentare, was dir nicht gefällt. Denn nur so kann ich meine Videos vielleicht auch für dich etwas interessanter machen. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Für dich jetzt noch ein paar bewegte Bilder hier von dem kleinen 6x6 Ural. Bis zum nächsten Mal, dein World Control RC. We'll be right back.